Hallo zusammen. Morgen ist der 1. August, Nationalfeiertag in der Schweiz. Das heißt, morgen ist frei. Treffen mit Freunden. Und dieses Jahr befinde ich mich in Bern, ziemlich nah an der Aare. Coole Ecke, leicht im Wald. Ideal zum Feuer machen, zum Kochen und aber auch neben der Aare, das heißt auch schön schwimmen gehen. Ich habe mir vorgenommen, mal ein bisschen genauer darauf einzugehen, was ist eigentlich ein Dutch Oven, was mache ich eigentlich immer am Feuer oder was koche ich da. Da immer mehr Leute fragen, hey, du erzählst immer von dem Dutch Oven, du erzählst immer vom Kochen am Feuer, aber wie genau funktioniert denn das überhaupt oder was machst du da, was gibt es immer? Und da habe ich mir gedacht, da mache ich doch heute mal das Thema draus oder die Tage und erzähle ein bisschen davon. Guten Morgen, Donnerstag, 1. August, frei in der Schweiz, Nationalfeiertag. Und was macht man da? Man geht raus, frühstücken, gemeinsam. Mit dem Landi-Turboföhn das Volumen herpumpen. Wer sagt eigentlich immer, dass man nur zu Hause Videos schneiden kann? Warum nicht hier im Wald? Supi. 1. August, Grill läuft, ist an und es gab noch ein bisschen Holz. Buleflügel ist ja auch fertig, die kommen nochmal auf den Grill und dann ist lecker Essen angesagt. Heute habe ich euch versprochen, erzähle ich mal ein bisschen was über den Dutch Oven. Ich koche ja viel mit denen. Prinzipiell, was ist ein Dutch Oven? Das sind die Teile. Und bestehen aus Gusseisen, damit sie möglichst gut Wärme leiten können. Man tut sie von unten befeuern und von oben. Durch das gibt es eine gleichmäßige Verteilung im ganzen Topf. Und man hat fast, man kann sagen, man macht Schmorgerichte damit. Das ist so die übliche Größe. Mit dem mache ich sehr viel. Heute gibt es Spare Ribs und habe ich mal den großen mitgebracht. Also da kann man für mehrere Personen kochen, respektive wenn man ein größeres Stück Fleisch hat, passt das gut da rein. Wie gesagt, Spare Ribs, die habe ich vorgestern vorbereitet, habe eine Gewürzmischung gemacht, eingerieben und jetzt nochmal ein bisschen vakuumiert, dass es wunderbar einziehen kann. Und die werden wir, denke ca. 2 Stunden, werden wir die in den Ofen tun und dann schön low and slow voll auf den Bone zubereiten. Also das heißt, dass man am Ende den Knochen abziehen kann, so zart ist das Fleisch. Also wie tut man die eigentlich befeuern? Wie macht man den warm? Ich mache die Variante, dass ich immer Holz-Briketts nehme, tue die im Lagerfeuer an der Seite mit ran, dass sie schön durchglühen und wenn sie durchgeglüht sind, tut man sie dann eigentlich direkt entweder auf dem Dutch Oven bestücken oder wie gesagt vor unten. Es gibt die flachen Dutch Oven, es gibt aber auch die Dutch Oven, die haben unten so kleine Füße dran, dann kann man wunderbar die Kohle drunter legen und muss nicht irgendeine Pfannenknecht noch drunter tun oder so. Wie gesagt, ich mache es immer mit Briketts, man kann aber auch mit einem Holzfeuer arbeiten, also wenn genug Glut kommt, Stück für Stück drauflege, drunter legen. Das Ganze ist übrigens aus Gusseisen, weil das ein richtig guter Wärmespeicher ist. Also das, man denkt manchmal, da passiert gar nichts, weil man hat ja nur 5 Kohlen oben drauf liegen. Aber es langt, also der speichert die Wärme und er leitet die Wärme durch den ganzen Topf oder Dutch Oven hindurch. Darum wird es eigentlich wie ein Backofen. Wie ein Backofen zu Hause, einfach ein bisschen kleiner. Kleine Nebeninfo. Es sind übrigens 3 Beine, dass es immer stabil steht. Also es kann nie wackeln. Ich werde jetzt hier mal einen Holzscheit drunter legen. Ist zwar jetzt schräg wie verrückt,
aber er ist stabil. Genau. Was koche ich am meisten in dem Batchofen? Ich tue sehr gerne Schichtfleisch machen, das kennt ihr aus dem Albanien-Video. Schichtfleisch, das ist Schweinehals, der wird auch da mariniert, bis schön einziehen lassen. Und dann wird es geschichtet mit Zwiebeln, mit Kartoffeln, Paprika, ganz wie man lustig ist. Also man kann da sehr frei wählen, es gibt kein fixes Rezept, jeder macht es ein bisschen anders. Der eine macht es mit Speck, ich mache es am liebsten ohne Speck, ich mache am liebsten Schichtfleisch auf dem oder eben auch Boule. Und zwar kann man das durch das lange Niedergaren, kann man fast sagen, ist es immer so, dass das die Knochen richtig voll auf den Bauen, also die Knochen fallen vom Fleisch ab, das Fleisch ist mega zart. Und wenn man von oben dann genug Hitze hat zum Schluss, wird es richtig kross oben drauf. Sehr, sehr eine gute Variante, Essen zu machen. Sei es im Camping, sei es auf Reisen. Das ist prinzipiell sehr, sehr einfach. Und lecker. Einfach und lecker. Einfach Deluxe. Wenn ihr euch gerade fragt, warum wir den Topf nicht einfach direkt ins Feuer stellen, das hat folgenden Grund, es ist einfach schlichtweg zu heiß für uns. Und das würde bedeuten, dass eigentlich das Fleisch von unten einfach nur anbrennt. Wegen dem leicht erhöht und nur wenige Holzkohlen und Holzeier drunter legen. Das sollte langen. Und damit nicht langweilig wird, machen wir jetzt gerade nochmal da wieder ein richtiges Feuer. Für alle die, wo sich jetzt fragen, wie kann man denn eigentlich jetzt den Deckel hochheben? Ich meine, da steht überall die Kohle oben drauf. Er ist verdammt heiß. Für das gibt es diesen Pfannenheber. Das ist hier eine Konstruktion, relativ einfach und simpel, da hinten. Schön anfassen, dass man sich nicht verbrennt. Und dann hängt man den einfach dort ein. Man kann den Deckel sicher und einfach anheben, ohne sich die Finger zu verbrennen. So einfach ist das. That's it. So, die Spare Ribs waren jetzt ca. 2 Stunden im Dutch Ofen. Die tue ich jetzt raus, tue die nochmal kurz auf den Grill und dann kann man sie schon essen. Bitte. Heute vor 5 Tagen habe ich euch Hallo gesagt und heute ist Sonntag und ist das Ende des Videos. War ein cooler Trip. Diesmal nicht ganz so weit gefahren, sondern nur in die Nähe von Bern. Wir sind in einem kleinen Waldstück gestanden, sehr nah an der Aare. Das heißt, wir konnten jederzeit in die Aare springen, schwimmen. Sind viel mit dem Velo gefahren, haben viel am Feuer gekocht. Coole Zeit gewesen. Ja, und nun geht's wieder nach Hause und euch einen schönen Wochenstart.